Natürlich ausgerechnet Dicke Mountain. Warum denn nicht die Strecke, die ich einfach nicht kann, vor allem wegen der Abkürzung. Ja, willkommen zum weiteren Part von Mario Kart Wii. Ich glaube, die 8000er werden mich jetzt richtig panieren. Ich habe nur so ein Gefühl. Und zwar, weil die wahrscheinlich alle diese Abkürzung können werden. Ihr wisst ganz genau, welche Abkürzung ich an der Stelle meine. Es ist natürlich dieses grüne, dieses große schwarze Loch, wo man irgendwie, oder dieses, einfach diese Grube da, wo man runterfällt. Da kann man nämlich rechts einfach skippen und auch wenn ich weiß, dass es zwei Möglichkeiten dafür gibt, ich kann mich nie entscheiden, welche ich nehme. Meistens nehme ich die falsche in dem Moment. Und vor allem manche ziehen ja wirklich nur darauf ab, dich abzufacken, ne? Und schauen, dass sie genau dann bei dieser Kackgrube stehen, damit sie dich einfach rammen können. Ich hatte mal wirklich schon so einen Kollegen, der sich einfach dachte, ja komm, ich stell mich da jetzt mit einem Maxi-Pilz hin und blockiere einfach den Weg. Why not? Kann ja jeder machen. Und genau das war gemeint. Ich kann diese Abkürzung einfach nicht. Jetzt bin ich nicht abgebremst und bin schon wieder weg. Yay! Warte, wie viele Leute waren wir? 8, oder? Geil, das heißt, ich bin jetzt offiziell Letzter. Wenn die alle das alle wieder konnten halt. Hä, was macht der denn? Was du auch immer gemacht hast, ich bin dir dankbar. Ja, somit bleibt der... Ach komm! Oh. Ich wollte gerade sagen, somit bleibt der letzte Platz nicht an mir hängen. Muss ich an der Stelle wieder zurücknehmen. Alter, ich sehe jetzt schon, wie das ausgeht. Ey, zweimal muss ich diese Abkürzung irgendwie noch hinbiegen. Also, mir ist es egal, ob das beim zweiten Mal jetzt auch nicht klappt. Wichtig wäre in der letzten Runde. Alles andere ist mir eigentlich egal. Bitte einfach nur in der letzten. Mach mir den großen Gefallen. Nein, sah eigentlich so aus, als würde ich die Banane nicht treffen. So, darüber. Ja, danke für den Stoß. Ich bremse sie sogar nochmal ab extra. So, und jetzt da schön geschlossen rüber. Na, Alter, geht doch. Okay, das war vielleicht der falsche Winkel, aber egal, ich hab's geschafft. Nein! Ist der eine runter? Nee, ist er nicht. Nur zweimal bei mir halt, wegen D-Sync, wir kennen's. Nein, jetzt... Alter, jetzt hab ich den Golden eingesetzt, eh wie unnötig. Komplette Itemverschwendung. Weil der löst sich jetzt hier in der Luft einfach auf. Ja, perfekt. Nein, Kugelwilli, du auch nicht. Hä, so... Bro, wirklich jetzt? Wirklich jetzt? Ich habe die alte Box eindeutig berührt. Ich habe die eindeutig berührt. Nein! Oh, bitte, 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 bitte. Jetzt haltet mal den Ball flach. Nee, ich nehme die Abkürzung nicht. Ich habe keinen Bock. Ich will nicht verkacken. Ja, vor allem, ich habe die Bombe genau dahin platziert, wo die rauskommen. Geil. Wobei, so geil ist es jetzt vielleicht nicht, weil jetzt kommt der Baby-Luigi, der will mich auch noch rammen. Den krieg ich noch! Nein, ich bin jetzt Siebter geworden, hundertprozentig, oder? Nee, ich bin Sechster. Alter, Glück gehabt. Ich dachte nämlich, der Rammer hätte mich jetzt noch so langsam gemacht, dass mich der eine auch noch überholt hat. Alter, da bin ich mit minus 23 ja gut bedient. Na, zum Glück kommt jetzt erstmal eine Strecke zum Entspannen. Das ist für mich sogar positiv. Vor allem, weil ich eigentlich ein Themaauflage hatte, oder ein Kurzthema in der Hinsicht, wo ich was erwähnen wollte und das konnte ich halt auf DK Bergland einfach nicht machen, weil da brauche ich meine Konzentration, logischerweise. Eben für diese Abkürzung. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Sie sehen jetzt mein Thema, immer wenn ich diese Strecke sehe. Ja, danke für nix. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, aber ich habe erstmalig die YouTube Shorts-Funktion verwendet. Das ist einmalig, denn ich dachte mir jedes Mal, Kurzvideos, ne, das werde ich nie machen. Vor allem einmal, ich habe schon zwei gemacht an der Stelle. Glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo die Aufnahme jetzt hier kommt, habe ich, glaube ich, schon zwei veröffentlicht. Also streich das einmalig bitte aus meinem Satz. Ne, ist natürlich nicht einmalig, dass ich jetzt den Short mal hochgeladen habe. Ne, ich wollte das auf alle Fälle mal probieren und ganz ehrlich, hat eigentlich ganz gut Bock gemacht. Vor allem, ich kann auf diese Art und Weise, ich sag mal, Fails, die in Vergessenheit. Das ist, by the way, so ein Moment, der für Shorts perfekt wäre. Das wäre wirklich so ein Moment. Du freust dich gerade, dass du einen Pilz hast, dass du darüber fahren kannst auf die Schanze. Nee, der Blitz. Einfach der Blitz. Nee, natürlich kann ich auf die Art und Weise jetzt, ich sag mal, so Fails zum Beispiel, die, ich sag mal, ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, auf die Art und Weise wiederbeleben, weil Shorts eignen sich da eigentlich perfekt dazu. Oder was ich eben zu Halloween gemacht habe, eine Art Halloween-Special, in dem ich einfach einen Pokémon-Mythos erklärt habe. Und mein Pilz, der liegt noch da. Alter, habe ich Glück. Ja, für das werde ich eben die Shorts in Zukunft verwenden. Und ich glaube, ich kann mich ganz knapp noch retten. Vor dem letzten Platz, eindeutig. Okay, ganz knapp ist gut gesagt. Der Wario ist komplett lost.
Aber trotzdem sind es wieder nicht gut. Wieder minus 28. Läuft einfach nicht. Fällt mir gerade auf. Und bei diesem 7K-Nuffy-Typ, wie auch immer man den ausspricht, der jetzt gerade 9. geworden ist, bei dem läuft genauso wenig. Der war vorher vorletzter und jetzt schon wieder. Der kassiert gerade komplett. Also ich gucke in dem Moment gerade in den Spiegel, ob ich irgendwo Ärger mich auf der Stirn steht habe, aber negativ. Ist nicht so. Alter, warum denn schon wieder? Warum denn? Ja, ich merke schon, es sind ein paar DK-Bergland-Lava hier drin. Super! An der Stelle, ich weiß jetzt schon, wie das ausgehen wird. Weh, die Strecke kommt heute noch ein drittes Mal. By the way, das traue ich denen sogar zu. Das traue ich denen wirklich zu. Dass die einfach die ganze Zeit nur DK-Bergland fahren wollen. Dann wäre ich das erste Mal. Ich hatte auch schon immer so diese typischen Leute, die immer nur die Bowser-Strecke wählen. Beziehungsweise auch die Leute, die immer nur Rainbow Road wählen. Der letzte Fall ist halt... Alter! Da läuft's einmal gut, ich bin Dritter am Anfang und was kommt? Die Wolke! In dem Moment wäre mir sogar die Münze lieber. Auch wenn es die Mario Kart Wii gar nicht gibt, aber... So, aber ich kann das... Nein! Mein Stern! Alter, jetzt habe ich dich genoobt, Alter! Ich habe dich genoobt, genau. Aber voll nice. Einfach mir mal den Stern von dem Typen gegönnt. Ich habe ihn eiskalt enteignet. Genauso wie... Schnell weg! 3 AP Groter, er hat gewonnen. Vor allem jetzt... Wäre jetzt cool gewesen, wenn es ihn erwischt hätte, weil dann wüsste ich jetzt schon, wer die Roten abbekommt, nämlich ich. Warum behält er sich die gerade eigentlich? Ich glaube, ich weiß eh schon warum. Er geht davon aus, dass ich mich jetzt nicht überholen traue, nicht wahr? Und er nimmt sie einfach als Schutz jetzt da vor der Abkürzung. Ah, ich traue mich wieder nicht. Weil ich wieder zu schnell war. Ich muss mir jetzt ernsthaft mal ein paar Videos angucken, wie die Leute das machen. Weil sonst wird das nichts. So, meine Bombe hat getroffen. Alter, ich bin gerade Platz 3. Okay, das ist eigentlich ganz gut. Stand jetzt. Vor allem sogar mit viel Abstand. Schaut mal, wie viele Leute da schon auf der Strecke geblieben sind. Ja gut, der Wari, ich weiß nicht, was der macht, aber... Ich glaube, letzter werde ich schon mal nicht. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich kämpfe gerade um Platz 3. Nein, nicht schon wieder. Okay, damit kann ich gerade viel anfangen. Ah, nee, okay, ich muss ihn abschießen. Maxi Pilz am Anmarsch. Was war das jetzt gerade? Hä? Ist das schon wieder ein Grafikbug oder was ist da los? Ich glaube, ich hätte doch die... Ja, wenn ich jetzt die Abkürzung gekonnt hätte, ich schwöre, ich wäre Zweiter gewesen am Schluss. Ach man, ja gut, egal. Aber ich bin Fünfter, das passt auch. War das gerade ein Grafikbug? Weil da sind irgendwie Staubwolken erschienen, die einfach keinen Sinn machen. Ey, nach der Wolke im letzten Part, die da so in der Luft stand, jetzt auf einmal das hier. Ey, was ist denn los auf einmal? Ein Grafikbug nach dem anderen. Ja, der Wario hat auch aufgegeben. Der Funky Kong auch. Die fahren einfach nicht. Die haben beide einfach aufgegeben, ihr Leben. Plus 51, perfekt. Alter, der Oregano hat kassiert. Oh, rest in peace. Ach, die Toads Factory ist das nächste. Das schöne Quadrat mit dem Einbogen. Wir kennen's ja. An der Stelle, es hat wirklich schon wieder irgendjemand DK Bergland gewählt. Also ich glaube, die haben echt vor, das Ganze noch ein drittes Mal hier erscheinen zu lassen für heute. Zumindest während meines Parts. Ich will gar nicht wissen, die Leute, die da drin sind, wie lange die da schon insgesamt in der Gruppe da sind. Weil es würde mich nicht überraschen, wenn die vielleicht schon davor zigtausende Male DK Bergland gewählt haben. Also ich will gar nicht wissen, wie viel... da die Leute sich teilweise schon antun mussten auf der Strecke. Na gut, sind wir froh, dass mal Abwechslung reinkommt. So eine Bombe planten, die bei der Way 100% trifft. Vor allem in diesem scheiß Bogen hier, weil du in der 0,0 mit einer Bombe rechnest. Ja, der Bonbon war schon immer eine geile Geschichte. Wisst ihr noch damals in Double Dash, als das noch ein Special Item war von Mario und Waluigi? Ja, schöne Zeit, ne? Und dann konnte die Bombe auf einmal jeder nutzen und du wusstest, ganz egal was kommt, du bist am Arsch. Es ist einfach so. Ich
meine, man muss sagen, man hat zwar in Mario Kart Wii relativ viele Items eingefügt, mit denen man, also eingefügt, es gibt genug Items, mit denen man Sachen abwehren kann. Kugelwilli, Maxi-Pilz, Stern, mit denen könnte man zum Beispiel alles Bomben abwehren, stimmt schon. Aber trotzdem, zur richtigen Zeit mal so ein Item haben, das ist ja auch so eine Geschichte. Manche würden hier von Glück reden, andere reden von Skill, dass man genau die richtigen Items zur richtigen Zeit hat. Habe ich auch schon alles erlebt. Alter, okay, gut, trotzdem danke mal an der Stelle. Ich habe gerade das Ding überhaupt nicht erwischt, aber er hat mich gerade reingestoßen. Ach, der ist der Oregano, der gerade vorher so kassiert hat. Ja, ich hole mir meine Dia-Item-Box. Nein! Hätte ich das gewusst, hätte ich sie nie genommen. Nächster Kugelwilli im Anmarsch. Ich war gerade vorher Dritter oder so. Ja, gut, der hat kassiert. An der Stelle, ich weiß jetzt schon, dass der die Anzeige im Wordcard geöffnet hat, der Typ, den ich da abgefuckt habe. Muss ja so sein. So, und ich habe jetzt die Dinger nicht eingesetzt, weil ich ganz genau war. Nein! Das ist... Für was habe ich die Pilze genommen? Mein Plan ging in die Hose. Mein Plan ging offiziell in die Hose. Och, komm. Ah, ich hatte... Also ohne... Ja, klar. Was soll ich groß dazu sagen? Ich hab an den Blitz gerade gar nicht gedacht. Ich habe einfach gerade gar nicht dran gedacht. Ja gut, wenigstens 26 Pluspunkte. Der sechste ist ja gar nicht so verkehrt. So, und jetzt zum Abschluss nochmal Dicke Bergland. Das wäre nice. Ja gut, dann halt kein Dicke Bergland, dafür Rainbow Road. Ist ja auch mal was, oder? Ist schöne Abwechslung, nicht wahr? Ich weiß, eigentlich sollte ich mich an der Stelle jetzt aufregen, aber hey, macht keinen Sinn. Macht einfach keinen Sinn, wirklich. Aber ehrlich, ich hatte es irgendwie auch schon im Urin, dass das noch eine potenzielle Stelle... Was soll das denn? Nein, jetzt... Oh, warte, ich bin noch da, ich bin noch da. Oh, zum Glück. Ich hatte schon abgeschlossen mit mir. So, da... Vergesst es einfach. Vergesst es bitte einfach, was ich gerade gesagt habe. Ich bin keineswegs noch da. Ich bin einfach gone. Während der natürlich den Vorteil des Kugelwilles genießt. Okay, ich bin noch da. Mir fällt erst jetzt auf, dass das schon wieder spiegelverkehrt ist. Sehe ich jetzt gerade, dass es spiegelverkehrt ist. Bis jetzt sah die Strecke irgendwie normal aus und mir ist es gar nicht aufgefallen, dass wir die gespiegelt fahren. Das ist gerade gefährlich. Ja, ich bin noch da. Es ist ein Vorteil, wenn ich hier noch da bin. Aber gerade nur Achter. Da kommt ein Maxi-Pilz. Hallo, ich glaube, gegen den Stern verlierst du aber. Ciao, ciao. Als ob der... Gut, dann habe ich ihn wieder nur bei mir erwischt. Ey, ich fahre schon wieder so weit links. Ja gut, ich bin gerade darauf eingestimmt, dass man normalerweise nach links fährt. So. Jetzt bin ich mit dem Ding dran. Wenn der jetzt einen Stern im Hintergrund hat, dann könnte ich halt echt heulen. Hat er zum Glück nicht. Und zack und... Was? Warum werde ich abgebremst? Warum werde ich da abgebremst? Jetzt aber nicht wegen dem scheiß Maxi-Pilz, oder? Ich bin auf einmal langsam gewesen. Aber es kann mir keiner erklären, warum. Ja klar, Itembox auch noch verfehlen. Ja gut, also der erste, der sich von vornherein war, der kein Thema. Aber neunter ist jetzt auch nicht gerade die beste Geschichte von elf. Was mache ich da? Was mache ich da? Was mache ich da? Was mache ich da? Digga, ich brauche ganz dringend einen Kugelwilli. Bitte, erscheine. Hey, sind da... Lol, da sind echt welche runtergefahren. Hey, da müssen... Die müssen aber runtergestoßen worden sein. Anders geht's nicht. Okay, Königlicher. Da sind noch welche. Genau, ich nutze das jetzt erstmal so. Und das war eine gute Entscheidung, denn ich bin jetzt... Stand jetzt... Nein! Ich bin gone again. Ja, jetzt bin ich raus. Das war meine letzte Chance, vielleicht sogar noch Fünfter zu werden. Weil da ging gerade richtig viel ab. Ja, kann ich vergessen. Kann ich vergessen. Weil vielleicht fährt einer von denen nochmal runter.
Ich würde... Okay, vielleicht fährt echt einer von denen noch runter. Ja, sieht gut aus, der Funky Kong. Der hat einen Abgang gemacht. Und der überholt mich jetzt sicher nicht. Nee, nee, der ist weg. Oh, Gott sei Dank, noch Achter geworden. Also ich hatte schon bessere Runden auf dieser Strecke, eindeutig. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil die Kacke spiegelverkehrt war. Und spiegelverkehrt brauchen wir eigentlich nicht. Minus 39, perfekt. Ich glaube, ich habe von der Differenz heute, von den Punkten, ich glaube, so ziemlich viel Minus gemacht, aber auch Plus zeitgleich. Ja, ich glaube, ich soll so bei der fast gleichen Punktzahl rauskommen. Na gut, Leute, 12 Leute, ja, bestimmt auch noch. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.